tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Fuegro vor. Fuegro ist die Weiterentwicklung von Flammeow und Mizunder und hat einen Feuer- und Lichttypen, was ihm eine Schwäche gegen Kampf, Wasser, Gestein und Boden, eine Resistenz gegen Pflanze, Feuer, Eis, Geist, Unlicht und Stahl sowie eine Immunität gegen Psychoattacken gibt. Wie die meisten Pokémon der 7. Generation ist Fuegro eher langsam und dafür ziemlich bulky und hat einen hohen Angriffswert. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Angriffen mit einem harten Wesen, um den Angriff zu maximieren. Die letzten 4 EV kommen in die Initiative, um uninvestiertes Base 60 Pokémon sicher überholen zu können. Da die versteckte Fähigkeit von Fuegro noch nicht released wurde, muss man es bis jetzt mit Großbrand spielen. Bedroher wäre hier jedoch im Normalfall die Fähigkeit der Wahl. Als Attacken nimmt man Flammenblitz, Dark Lariat, Erdbeben und Mogelhieb. Flammenblitz ist eine starke Step-Attacke und bei dem hohen KP-Wert von Fuegro fällt der Rückstoßschaden auch nicht zu sehr ins Gewicht. Dark Lariat ist Fuegros Signature-Move, der gegnerische Status-Boost bei der Schadensberechnung ignoriert. Zudem ist es die Basis für Fuegros Signature-Z-Attacke Hyper Dark Crusher, welche eine enorme Stärke von 180 hat und typverändernde Fähigkeiten ignoriert. Erdbeben gibt Coverage gegen Gesteins-Pokémon und Mogelhieb ist eine nette Prio-Attacke, um den Kampf zu beginnen. Als Item nimmt man wahlweise eine Offensivweste für mehr Defensive oder den Fuegronium Z, um die Z-Attacke nutzen zu können. Fuegro ist ein gutes Pokémon, um gegnerische Angriffe wegzustecken und anschließend extrem hart zurückzuschlagen. Ein Mogelhieb zu Beginn des Kampfes ist nie verkehrt, da man mit sowas einen Fokusgurt, Robustheit oder eine Multischuppe anknacksen oder aber auch ein geschwächtes Pokémon direkt rausnehmen kann. Nach dem Mogelhieb haut man einfach mit dem stärksten drauf, was man hat. Wenn der Gegner was reinbringt, was euch effektiv trifft und schneller ist als Fuegro, dann wechselt lieber aus, es sei denn, ihr habt nur noch sehr wenige KP übrig. Wenn ihr Fuegro supporten wollt, dann könnt ihr das am besten mit Wish passern, um Fuegros KP aufzufüllen. Reflektor, Lichtschild und Aurora-Schleier erhöhen seine Überlebenschancen ebenfalls enorm. Ein guter Switch-Partner für Fuegro sind entweder Kokowai oder Brigaron, da beide gegen 3 der 4 Schwächen von Fuegro eine Resistenz haben. Das war's dann aber von meinem Fuegro und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.